Science Guy, die erste Folge, möchte ich euch hier präsentieren. Wir sind auf dem Planeten gestrandet. Ja, unser Raumschiff ist defekt, wir brauchen Items, wir müssen es reparieren. Wir wollen ja auch wieder weg von dort. Warum? Der Planet ist toxisch, das ist überhaupt nicht schön. Unser Exo-Anzug, der leidet darunter, unter den ganzen giftigen Wolken. Und wir sollen zusehen, wir wollen auch zusehen, dass wir das Raumschiff bald fertig haben und verschwinden können. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen hier bei No Man's Sky. Wir fangen an mit diesem wirklich wunderbaren Spiel. Ja, wir starten hier auf diesem Planeten, der zufällig gewählt worden ist. Wir sehen schon hier, toxisch ist der, giftige Wolken. Gibt ja noch welche mit Eis, mit Hitze, ne? Und was man sich so vorstellen kann, radioaktiver Strahlung, und da gibt es schon einiges. Wir starten hier von einem Planeten, der toxisch ist. Und dort ist unser Raumschiff. Das sieht ziemlich lediert aus. Deswegen gehen wir doch gleich mal dorthin und schauen mal, was Sache ist. Wir steigen ein. Und dann wollen wir mal die ganzen Diagnosedaten checken. Ja, hier haben wir Raumschiff, Selbstdiagnose. Interaktion Nummer. Na, bla bla bla, online, Atlasverbindung unregelmäßig, Startschubdüsen sind offline, Impulsantrieb ist offline, Piloten-Multiwerkzeug ist kritisch beschädigt. Ja, und dann kommt hier der Text: Ich bin neben einem abgestürzten Schiff aufgewacht, ich kann nur annehmen, dass es mir gehört. Ich kann mich aber weder daran noch an etwas davor erinnern, der Absturz muss sich irgendwie auf mein Erinnerungsvermögen ausgewirkt haben. Sagen wir mal Protokoll. Ja, Protokollanfrage nicht verfügbar, Daten werden ersetzt. Unser Exo-Anzug ist verbunden, okay, Vorschlag, Pilot sollte Wartung durchführen. Anleitungen sind auch verfügbar. Priorisierung welches Systems. Da machen wir mal das Multiwerkzeug, das ist am wichtigsten im Moment. Ja, Umgebungsscanner ist offline und das Analysevisier ist auch offline, okay. Reparatursequenz initiiert. Okay, das ist jetzt alles kein Hexenwerk. Wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir uns das hier jetzt anschauen, dann haben wir den Exo-Anzug. Hier haben wir das Raumschiff. Wir sehen schon hier oben, die Sachen sind bestätigt, und dann können wir auch schon lesen, was wir brauchen. Hier haben wir das Multiwerkzeug. Da sehen wir Eisen, Kohlenstoff, Heridium, Zink. Das sind die Sachen, die wir jetzt benötigen. Also raus und sammeln. Da vorne ist ein Tier. Ja, können wir noch nicht scannen, da wir keinen. Und da unser Helm, das ist noch eins, unser Helmscanner nicht funktioniert. Zur Analyse, wie es hier noch ein Tier. Man weiß natürlich jetzt nicht, sind die jetzt gefährlich oder nicht für uns. Wächter, wie sieht es denn den Wächtern überhaupt aus hier auf dem Planeten? Da haben wir Entdeckungen. Okay, Biom saurer Regen haben wir hier, okay. Die Wächter sind normal. Die Fauna ist auch normal, okay. Hier gibt es Pilzschimmel, Gold, Iridium und Heridium. Heridium blau, Iridium rot. Und ich gehe einfach mal hier entlang. Eisen und Kohlenstoff findet man eh zur Genüge. Hier zum Beispiel, das ist Kohlenstoff, ne? Muss man aufpassen, dass uns so ein Wächter entdeckt. Der eröffnet nämlich ein ganz leichtes Feuer, wenn er es mitbekommt. Gucken. Da oben fliegt einer, okay. Hatten es jetzt nicht gesehen. Da haben wir auch noch Kohlenstoff. Nehmen wir auch mit. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass unser Minenlaser hier überhitzt. Das soll es eigentlich gewesen sein. Okay.
Ja, da ist ein Fragezeichen. Da wird eine Station sein. Hier ist der Wächter, der guckt und scannt. Wir waren aber schneller als er. Also nicht so wie hoch wieder Richtung Raumschiff. Ja, dieses Ausrufezeichen, ich sage mal Ausrufezeichen, dieses Fragezeichen ist natürlich dafür gedacht, dass es uns einen Ort anzeigt, den wir erkunden können. Da gibt es ganz viele, wir werden auch, naja gut, es gibt sehr viele Planeten. Wir werden jetzt die Planeten aus den Systemen, die wir bereisen, werden wir auf jeden Fall erkunden. Da haben wir Plutonium erhalten, okay. Hier auch Plutonium, das ist schon mal wichtig. Unsere Fahne, okay. Dann wollen wir mal, was ist das da? Eisen, okay. Das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Eisen können wir abbauen. Das interessiert die Wächter nicht. Die interessiert es nur, wenn wir zum einen Kohlenstoff abbauen und zum anderen auf Tiere schießen. Dann sind die überhaupt nicht begeistert. So, Analysevisier können wir reparieren, das ist cool. Und das können wir auch reparieren, alles klar. Was wir jetzt brauchen, ist noch viel Eisen für Karitplatten. Und genau, wir brauchen dann noch Heridium und Zink. Da schaue ich mal, Eisen sollte eigentlich kein Problem sein. Aber da muss man schon das kann man zum Beispiel scannen, jetzt ist hier. Temperament unterwürfig, das ist schon mal gut. Dann greift es uns wenigstens nicht an. Da haben wir noch ein großes hier hinten. Schauen wir uns auch mal an. Fügsam, okay. Das ist ja schon mal was. Da gibt es dann, ja, können wir gleich mal nachgucken, einige Tiere zu erkunden. Die Toxizität steigt, wie wir hier sehen, weil es Nacht wird, okay. Ist ja auch unterschiedlich. Mal ist es so, mal ist es so. Ja, ganz nachts kann es ganz normal sein. Tagsüber dann toxisch oder umgekehrt. Und wir laden ja erstmal auf. Und dann hätte man den Scanner repariert eigentlich gerade. Ja. Okay, der Scanner funktioniert auch, das ist gut. Mit dem Scanner finden wir auf jeden Fall mal Plutonium. Das ist der hier, das ist der Scanner. Okay. Nichts. Ah ja, da ist Thamium. Haben wir da hinten. Da ist Zink. Da geht man in die Richtung. Wo der Zink ist. Ist das dort? Gar nichts. Okay. Thamium und Zink hört sich schon mal gut an. Thamium ist wie Plutonium. Ein Isotop, das ist schon mal ganz cool. Das hier nehmen wir mit, das ganze Eisen. Brauchen wir auch ca. 200 Einheiten von. Das packen wir mal rein hier. Und dann haben wir gesagt, nochmal einen Scanner anschmeißen. Da. Das ist Zink. Das nehmen wir mit. Das können wir so pflücken. Da haben wir Thamium, das ist ein Tier. Das ist ängstlich, okay. Das ist okay, wenn es ängstlich ist. Dann macht es uns auch nichts. Und da ist noch Zink. Das hole ich mir jetzt auch noch. Wie gesagt, Eisen brauchen wir viel. Und wir werden natürlich viel erkunden, ganz viel erkunden. Das ist nur zu unserem Besten. Ja, wir können ja dann nicht nur die ganzen tollen Elemente hier finden und abbauen, sondern auch Stationen. Handeln können wir dort. Wir treffen Aliens, wir können die Sprache lernen. Wir bekommen Upgrades für unseren Exo-Anzug. Also es ist schon richtig cool, was man alles machen kann, wenn man die ganze Gegend erkundet und nicht nur das Story
vorher, das kennen wir schon. Sieht auch ganz witzig aus, ne? Ja. Gut, wir lassen das mal in Ruhe. Das haben wir schon gehabt, das ist da oben, nein. Das haben wir auch schon gehabt, okay. Unser Raumschiff befindet sich in der Richtung. Schön zu erkennen an dem Symbol. Ja, stelle Karitplatten her. Das wird auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall machen. Da ist jetzt der Wächter. Er ist vorbeigeflogen. Mich interessiert es nicht, wenn wir Eisen abbauen. Den interessiert nur, wenn wir Kunststoff klauen. Oder eben Tiere jagen. So. Kriegt man natürlich auch nicht viel von den Eisen, nicht viele Einheiten. Das ist natürlich klar, ist natürlich ein hartes Material. Da muss man schon so ein bisschen. Zack, okay. Schauen wir mal, wie viel wir haben davon. Eisen 200 hört sich schon mal gut an. Damit lässt sich was anfangen. Und wir brauchen Iridium. Da haben wir das jetzt schon mal gescannt. Okay, das ist ein. Das ist so ein. Was ist das für ein großes Tier? Ach so, das ist eine Pflanze, okay. Hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Da oben ist ein Planet. Den können wir natürlich auch erkunden, der gehört zu diesem System dazu. Das Tier kennen wir ja schon. Fügsam. Lässt unsere Ruhe, ist okay. Also gut. Dann geht's mit dem Raumschiff. Dann werden wir unseren Anzug neu aufladen. Und anschließend geht's weiter auf der Suche nach Heridium. Das ist wichtig. Ich denke mal, in Sachen Impulsantrieb, Zink haben wir genügend, okay. Geritplatte können wir mit Eisen herstellen. Aber Heridium sollten wir auf jeden Fall mal schauen. So, jetzt warten wir mal, bis das alles gefüllt ist. Und so weit. Na komm. Ich müsste umschalten. Auf den Anzug. Okay. Gut. Scannen. Das ist gar nichts, ne? Das Tamium. Ich laufe nur mal in die Richtung. Das ist natürlich von der Geschwindigkeit her ziemlich langsam. Am Anfang. Ja, ihr könnt natürlich auch mit unserem Jetpack fliegen. Das ist jetzt aber nicht so der Bringer. Ja, hier so süd. Ist jetzt echt nicht so toll. So, da hinten ist Tamium. Wir sehen es. Man muss wirklich viel scannen, bis man dann dort ist. Zink ist da hinten. Oben haben wir ein Raumschiff gesehen, okay. Vielleicht ist hier sogar eine Basis auf dem Planeten. Das brauchen wir auf jeden Fall, das auch. Zink brauchen wir keins mehr. Aber Iridium wäre cool. Das sind. Was war das? Okay. Da ist Zink. Da ist noch ein Raumschiff. Sehr cool. Kann man scannen. Ja, diese Heridium-Felsen, die müssten da irgendwo sein. Da unten ist Plutonium. Das machen wir aber in der nächsten Folge dann. Ja. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da. Kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.